Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir machen weiter mit unseren Starship Guides. Ja, und heute geht es so ein bisschen mehr in meine Richtung mal. Das heißt, wir gehen heute in die Drake Interplanetary Cutlass Black. Das heißt, es geht wirklich um die Cutlass diesmal. Piraterie und Schurkendasein. Ja, das meinten wir jetzt natürlich damit nicht. Nein, es handelt sich ja hier. Nein, es geht mehr um das erste kleine Multicrew-Schiff, was wir jetzt hier haben. Es ist ja tatsächlich das kleinste momentan aktive Multicrew-Schiff. Und damit meine ich nicht nur zwei Leute, sondern damit meine ich drei Leute, die da an Bord sind. Also das bedeutet, wir haben hier ein schönes Schiff, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, das vorzubereiten. Ja, und die Cutlass Drake Interplanetary ist, wie Weezen jetzt auch schon andeutete, als Hersteller gerne auch mal in der Grauzone unterwegs. Das heißt, sie sagen, dieses Schiff ist gemacht als Miliz- und Patrouillenschiff, hat aber auch einen ganz klaren, ja, grauen bzw. Piraterie-Hintergrund, zumindest in der Herstellung. Das sehen wir auch im Video schon, ne? Das Schiff landet natürlich in einer gefährlichen Gegend. Es wird von einer sexy Pilotin geflogen in dem Commercial. Da sieht man, da ist jetzt nicht so die Staatlichkeit, keine steifes Militär zu sehen, sondern halt die Coolness, der Coolness-Faktor. Und tatsächlich war es mein erstes Schiff. Ja, tatsächlich, stimmt, richtig. Das war auf jeden Fall dein erster Pledge damals. Und man kann auch nur sagen, dafür ist es wirklich ein guter Allrounder. Man hat also Laderaum, den man hier an dieser Größe auch schon ganz gut sehen kann, mit aktuell 33 SCU. Dann hat man eine schöne Ausstattung damit, dass man Docking-Collar hat und man hat einen Traktorstrahl mit dran. Das heißt, es ist schon ein ganz gutes Merkmal, was man dazu sagen kann. Ja, und wie gesagt, drei Cruise-Positionen haben wir aktuell. Das heißt, den Piloten, einen Rio, das heißt, einen Radar Intercept Officer, der dahinter sitzt, und einen Gunner kann man auf jeden Fall mit beschäftigen. So als Fokus und Feature würde ich jetzt sagen, oder als Fokus, als Rolle, ein Patrouillen Craft für Unterstützungsaufgaben, ne? Ja. Also wenn man jetzt sich vorstellt, eine Polizei rückt aus, ein Sicherheitsdienst rückt aus, ein Search and Rescue Unternehmen rückt aus, dann gibt es quasi die Patrouillenschiffe drumherum und die Cutlass, die die ganzen speziellen Aufgaben übernimmt. Genau, absolute Supporterrolle, auch bei uns so eingesetzt. Ja, wir bezeichnen intern die Cutlass immer so als den Black Hawk des Star Citizen Universums. Das heißt, dadurch, dass sie eine große Ladeluke hinten dran hat, dadurch, dass eben der Traktorstrahl, der Docking Collar und das alles dazukommt, sie hat einen Emergency Exit hinten am Cockpit dran, wo die Piloten, also Pilot und Rio, rausspringen können, schnell. Und sie hat vor allem zwei Speicherplätze, die auch sehr sinnvoll ist. Man muss allerdings dazu sagen, das Interieur, also das interne Design, ist noch nicht fertig. Da wird gerade ganz, ganz viel dran gemacht. Wie sie dann später aussieht, wissen wir jetzt noch nicht. Ja, und wofür eignet sich also dieses Schiff als Arounder? Also es wird natürlich für Undock-Manöver gedacht sein, zum Retten von Leuten wird es gedacht sein. Es wird gedacht sein, um Truppen schnell abzusetzen oder um Schiffe zu boarden, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, halt zum Überfallen natürlich, ja, von Schiffen und dann zum Entern. Genau, das sind auf jeden Fall sehr, sehr klare Kerngebiete. Man kann aber auch sagen, etwas friedlicher, es ist ein ganz guter Transporter, also wirklich ihn als Transporter mit einer kleinen Crew zu benutzen. Und wofür es auch bestimmt interessant wird, wird für Salvaging sein. Also wirklich das Bergen, Bergungsgut aufsammeln und sowas eben alles. Das könnte auch eine gute Art sein, mit der Cutlass Geld zu verdienen. Da gibt es ja auch diesen Traktorstrahl drin, wahrscheinlich in diesem kleinen Bürger. Da ist wahrscheinlich so ein automatischer Traktorstrahl drin verbaut. Genau, als Teil noch von Focus und Features sollte man sagen, sie ist definitiv kein reiner Dogfighter. Ja, also da muss man wirklich aufpassen, wie auch ein Blackhawk nicht tatsächlich als ursprünglich reiner Kampfhubschrauber gedacht ist, als Angriffshubschrauber sozusagen, ist auch die Cutlass eben kein Dogfighter. Das heißt, sie hat da eher so ihre Schwierigkeiten mit. Wir sagen bei uns intern, die Cutlass leistet keinen Geleitschutz, die Cutlass braucht Geleitschutz. Definitiv, das Ziel ist groß, Freunde, ja. Und es ist natürlich bei aller Liebe zur Wendigkeit und zur Coolness ist dieses Schiff tatsächlich nicht geeignet als Dogfighter. So ist es, genau. Und von da aus gehen wir dann in die zweite Kategorie, nämlich Stats und Weapons. Ja, und da kann man nur sagen, wir haben wieder euren Tipp aufgenommen und haben es aus der XML-Datei vorgelesen, rausgelesen, und ich gehe jetzt mal direkt rein mit den groben Stats. Das heißt, wir haben ein 29 Meter langes Schiff, 25 Meter breit, das heißt, es ist relativ quadratisch in der Art, hat ein Leergewicht von 33 Tonnen, aber dann ein Spielgewicht, also ein Fluggewicht von 49,3 Tonnen. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist eine ganz andere Liga als ein Jäger. Mhm. Ja, dementsprechend hat man natürlich dann auch andere Auswirkungen wie Durchsacken oder andere Probleme, die da mitkommen. Und deswegen verfügt das Schiff über eine ganze Reihe von Antrieben. Ja, da sehen wir, es ist zweistrahlig.
der Größe 3 müsste das sein. Ja, Main Thruster der Größe 3, hinten in Hauptgondeln drin. Ohne diese zweistrahligen Größe 3 Triebwerke würde man das Ding wahrscheinlich gar nicht ausreichend beschleunigen können. Mhm. Und dazu kommen dann auch noch spezielle Manöverdüsen. Ja, da haben wir dann diese vier Tier 3 Manöverdüsen, hinten in der Gondel nochmal zwei und in der Seite diese beweglichen Tonnen sind auch nochmal bei Manöverdüsen, damit man dieses schwere Objekt auch trotzdem noch relativ agil steuern kann. Und dann ist sie auch noch übersät mit 12 Tier 1 Manöverdüsen, die das Schiff dann auch braucht. Ja, absolut, so ist es. Dementsprechend haben wir ein relativ großes Powerplant drauf drin. Das ist ein Powerplant der Größe 3, also ein Size 3 Powerplant. Und wir haben auch ein Schild, was relativ leistungsstark ist, nämlich auch ein Size 3 Schild, was 4 Zonen abdeckt. Also nicht nur wie bei manchen Schiffen vorne und hinten, sondern halt tatsächlich 4 Projektoren an der Seite hat. Ja, und von da aus gehen wir zu den Hardpoints, würde ich sagen. Also die Hardpoints lesen sich erstmal sehr reichhaltig. Ne? Da haben wir unter der Schnauze ein Size 3 Hardpoint und wir haben unter den Flügeln auch nochmal 2 Size 3 Hardpoints. Dann kommt noch der Turm hinzu, der zum jetzigen Zeitpunkt Size 3 Hardpoints tragen kann. 2 Stück für den Gunner. Mhm. Und dieser Turm lässt sich dann auch nochmal umrüsten mit einem Size 4 Hardpoint fixed. Dann noch die Raketen, da müsstest du mir jetzt helfen. Ja, genau. Es ist sehr, sehr interessant. Das sind also 2 Missile Racks der Size 2. Also im Grunde sind es nur 2. Das heißt, wir haben auf der sind nur 2 in diesen Hardpoints drin. Das heißt, wie gesagt, es sind 2 Missile Racks links und rechts angebracht, die jeweils Size 2 Raketen tragen können und davon jeweils 2 Stück. So, und von da aus gehen wir dann in die Standardbewaffnung rein und da kommt die Cutlass geliefert, in der Black-Variante in jedem Fall, als vorne in der Nase drin mit einem Badger-Repeater. Der ist aktuell Size 2, ist auch gimbalt angebracht, das heißt, der ist beweglich vorne drin. Ja, Badger-Repeater kennt man schon, gute Standardwaffen. Die sind gute Standardwaffen, die neigen mittlerweile nicht mehr so viel zum Überhitzen und machen, wenn man halt dauerhaft trifft, die gleiche Stelle, durchaus einen sehr, sehr guten Schaden. Richtig. Dann hat die Black-Variante in ihrer Standardausstattung unter den Flügeln dran 2 Sucker Punch Distortion Cannons. Die kennen wir schon von der Avenger zum Beispiel, die Distortion Cannons. Das heißt, die machen also keinen direkten physischen Schaden, sondern der Schaden geht auf die Schilde und auf die Bordelektronik vor allem. Ja, und das sind nur Size 1 Waffen und die sind fixed in der grundsätzlichen Anbringung. Also auch hier, wie bei der Avenger, wurde von Drake Interplanetary eindeutig gespart. Ja, Gimbals wollten sie uns nicht geben. Okay, müssen wir nachkaufen. Nächstes Mal die Vollausstattung bitte, ja. Diese Waffe hat aber den Vorteil jetzt hier natürlich, dass sie mit dem Badger relativ gut harmoniert. Ja, wir haben jetzt 2600 Meter Abschussgeschwindigkeit, Geschossgeschwindigkeit der Badger und 2500 mit der Badger, genau. 2600 mit der Distortion Cannon. Dadurch haben wir die auf jeden Fall, wenn man jetzt vorne die Waffe fix benutzt, eine relativ gute Überschneidung. Genau. Und jetzt wird es wirklich interessant. Da wurde nämlich dann zumindest in neuester Zeit nicht gespart. Darum vertraut nicht so sehr darauf, was gerade auf der RSI-Seite steht. Das ist tatsächlich falsch, denn die Standardbewaffnung für den Turm sind jetzt 11 Series Broadswords. Das heißt, es sind Size 3 Doppel-, also Zwillingskanonen, die oben in dem Turm drin sind, mit 1500 Meter Reichweite, so in etwa, und 1500 Meter Geschossgeschwindigkeit pro Sekunde und 5662 Meter Reichweite und 300 DPS Schadenpunkte. Diese Waffe ist auch wirklich, ja, also diese sind, glaube ich, jetzt 3000 Damage per Second, ne? Genau. Diese Waffe ist so durchschlagend. Ich habe da mal im Spiel mit einer Super Hornet, einer Vanguard, glatt, da waren die Schilder weg, da habe ich geschossen, habe immer die gleiche Stelle getroffen und dann war das innerhalb von wenigen, von einem Bruchteil der Sekunde habe ich das ganze Cockpit abgesägt gehabt. War komplett abgeschnitten, glatt abgeschnitten, das Cockpit segelte weg, Schiff war zerstört. Diese Broadsword hat eine gewaltige Zerstörungskraft. Ja, und was ich gut finde für eine Cannon, sie ist tatsächlich in der Kadenz relativ hoch. Also das heißt, man kann wirklich gut damit schießen. Vorher, ursprünglich, waren da mal Sawbucks dran von Behring und die haben halt dadurch, dass sie immer in Dreiersalven feuern, ist es für den Turmschützen sehr schwierig gewesen, wirklich das Ziel zu finden. Ist wie so eine alte Flak, man guckt, ja, genau. Ja, da sieht man einen Jäger vorbeirauschen, da macht man but, 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 und denkt nur so,
Ja. Ja, nee, war nix. Ja, genau. Und die Broadswords durch ihre eindeutige und relativ schnelle Kadenz machen wirklich da einen großen Schadensfaktor aus. Also damit kann man wirklich jetzt inzwischen was anfangen. Weiter geht's dann noch mit den standardmäßigen Rattler-Raketen. Das sind Cluster-Missiles. Ich war ursprünglich sehr, sehr verliebt in diese Raketen, ja, als sie das erste Mal auftraten im Arena Commander. Das sind also Raketen, die grundsätzlich erstmal infrarot gesteuert sind und dann sich ab einer gewissen Entfernung aufteilen in 6 kleine Raketen und eben einen relativ großen Explosionsradius haben. Jetzt sind sie allerdings momentan eher ein Todbringer für einen selbst. Ja, also ist ein bisschen Feuerwerk, muss man dazu sagen. Ja, also es ist ja so, dass bei Star Citizen zurzeit die Raketen eh schon dazu neigen, das eigene Schiff, wenn man Pech hat, aufzuschalten. Dazu ist es noch so, dass die halt auch von der Geschwindigkeit noch nicht angepasst sind. Ja, man neigt dann dazu, selber da wahrscheinlich reinzugeraten in diese Geschossgabe. Ja. Ich denke aber, Leute, Vorsicht, die Raketen, die Rattler, glaube ich, wird gegen große oder schwer gepanzerte Ziele schon wieder kommen. Ja, ja, ganz bestimmt. Wir haben noch so ein paar Tipps für euch, also dass man sagen kann, eine Sache ist natürlich jetzt in der Standardausstattung ein gemischtes Setup aus einem beweglichen Repeater vorne und zwei starren Distortion Cannons an der Seite. Ist natürlich erstmal schwierig aufs Ziel zu bringen, nicht? Muss man dazu sagen. Außerdem kann man eben sagen, dass es relativ einfach ist, diese Fixed-Waffen auszutauschen und zu sagen, ja gut, da packe ich dann lieber Gimbal-Mounts rein. Also ein schönes Setup, was wir gerne fliegen zum Beispiel, sind tatsächlich 3 Gimbaled Repeater an den vorne an der Schnauze und an den Flügeln. Oder, worauf mich Weezen gebracht hat, auch eine super Sache, dann allerdings als Fixed, 1, 2, 3, 3 Broadswords. Das, dann, damit hat man natürlich dann eine gewaltige Zerstörungsgewalt. Man hat wirklich Kraft, eine große Geschossgabe und sehr, sehr viel Blei und kann damit dann zwar fixt, aber man kann dann damit wirklich viel, viel Zerstörung. Genau. Wichtig ist noch zu erwähnen, wenn der Turm da drin ist, dann müsst ihr den auch besetzen von einem Spieler oder vielleicht später NPC. Den könnt ihr nicht so mitsteuern, wie zum Beispiel bei der Super Hornet, wo man den Turm ja dann mitsteuern kann, den Ball Turret. Den müsst ihr also besetzen. Wenn ihr das nicht wollt und ihr sagt, wir sind nur zu zweit oder ich bin gar alleine, dann schmeißt den Turm raus und baut lieber den Size 4 Fixed Mount ein. Da habt ihr dann ordentlich, könnt ihr zum Beispiel eine Behring Ballistic Cannon aufbauen und dann ist es nochmal mehr. Ich glaube, dass dieser bewegliche Turm auch in Zukunft sehr wichtig sein wird, um halt einfach Verfolger abzuwehren oder Leute, Mitläufer, die halt irgendwo einen begleiten, verfolgen, die halt auf Distanz zu halten. Ja, absolut sehr richtig, ja. Und von da aus gehen wir jetzt mal direkt in den Flight-Test, den habe diesmal ich durchgeführt. Wie gesagt, Multicrew ist so eher mein Ding. Und da kann man als erstes sagen, die Sicht ist schon mal sehr gut als Pilot. Also man hat nur 2 kleine Streben, die durchgehen. Man hat nach Steuerbord und nach Backbord hat man eine sehr, sehr gute Sicht und hat also wirklich gut die Möglichkeit, da viel abzudecken. Aber, und da kommen wir zu dem kleinen Punkt, das HUD selbst ist kein Fighter-HUD. Das heißt, du hast nicht alles reinprojiziert in deinen Blick, sondern tatsächlich nur abgebildet ist der Mittelteil, das heißt da, wo die Thruster drin sind, wo der Afterburner zu sehen ist, der LOS-Marker und auch die Flughilfen. Der Rest ist alles in MFDs unten angebracht. Das ist halt so ein bisschen die Tendenz, wo es natürlich hingehen wird. Ja? Es wird so sein, dass ein richtiger Fighter, der dementsprechend auch sehr teuer ist für wenig Schiff, hat solche Feature. Ein Schiff wie eine Cutlass oder ein Freelancer hat solche Feature wie ein komplettes militärisches Düsenjäger hat oder Space Fighter hat die halt nicht. Hat die halt nicht, die das hat. Ja, was da eine Überlegung wäre, in Zukunft tatsächlich mal mit der Rocket Grid App das auszuprobieren, die MFDs einfach auf Tablets neben dem Computer laufen zu lassen. Ja, und das empfiehlt sich momentan sogar sehr. Wir hoffen alle sehr, dass diese Multifunktionsdisplays, die MFDs, noch nicht fertig sind in ihrer Ausstattung, vor allem nicht in ihrer Lesbarkeit. Denn es ist gerade sehr schwierig, gerade die Ziele ordentlich zu identifizieren, wenn man mitten im Kampf ist. Und was nahezu unmöglich ist, ist das Energiemanagement während des Kampfes zum Beispiel darüber zu regeln. Was mir fehlt, wäre auch, dass man sich halt den Gunlock, oder das Targetlock mit dem Gunner teilt. Ja, es wäre sinnvoll, wenn der Pilot direkt oder der Waffenoffizier hinter einem direkt sieht, welches Ziel der Turmgunner anvisiert oder andersrum. Oder andersrum, so ist es, genau. Und wir kommen jetzt mal von dieser Ansicht zum Flugverhalten. Da kann man also sagen, für ihre Größe, für ihre Schwere ist das Schiff relativ agil, wird ja auch so beworben in dieser Art. Pitch und Yaw ist tatsächlich eher gemächlich, also das ist angepasst an die Größe des Schiffes selbst. Sie zieht ziemlich nach, also das heißt, die Steuerimpulse werden nicht direkt umgesetzt, liegt auch an der Art und Weise, wie die Engines aufgebaut sind, zieht sie etwas
etwas nach im Pitch und Yaw. Was die große Stärke der Cutlass ist, ist das Rollen. Und zwar da als Tipp, nehmt, wenn ihr schnell rollen müsst, das Schiff in sich in der Achse drehen müsst, nehmt den Boost mit dazu. Denn die Cutlass setzt die beiden Haupttriebwerke zum Rollen ein. Und das bedeutet, wenn ihr den Boost dazu schaltet, dann rauscht es ultra schnell um die eigene Achse. Ein wunderschönes Katapult, auch für den Gunner oben. Ja, der freut sich. Ja. In Wirklichkeit. Ich bin mal gespannt, ob der noch dann halt so G-Lock-Probleme kriegt. Ja. Weil der sitzt ja außen bei der ganzen Rotation um die eigene Achse. Ja. Und der müsste eigentlich sein ganzes Blut ins Gehirn geschossen bekommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Manöver, was das Schiff da machen kann. Ja, so ist es. Ja. Und beim Strafing ist es ganz ähnlich. Also das Strafing nach Steuerbord und nach Backbord ist relativ träge. Tatsächlich lohnt sich kaum einzusetzen. Das Strafing hoch und runter wiederum wird auch durch die Main Thruster mitgesteuert und dadurch könnt ihr den Boost mit einbringen, was bedeutet, dass ihr sehr schnell nach oben und unten kommt. Also ein Tipp von mir an der Stelle ist, wenn ihr schnelle Richtungswechsel wie Hakenschlagen machen wollt, das Schiff schnell auf die Seite rollen, geht eben mit dem Boost schnell und dann kurzen Schub nach links oder rechts eben nach oben und unten strafen. Noch ein kleiner Tipp, macht mal dabei kurz vorher den Hauptantrieb aus und macht dann das Straving mit dem Afterburner, da habt ihr nämlich noch mehr Leistung auf dem Ding und dann könnt ihr einen richtigen Satz machen und wegspringen von dem feindlichen Feuer. Genau. Und das ist im Endeffekt auch das, was sie uns erzählen in dem Commercial, dass man eben sehen kann, wenn man das Schiff gut einsetzt, dann ist es tatsächlich relativ agil für seine Masse und auch für die Allrounder-Qualitäten, die es sonst so hat. Panzerung und Schild sind relativ stark, also meiner Meinung nach könnte da noch was verbessert werden, gerade wenn man sich überlegt, dass Reparaturmechaniken später eine Rolle spielen, dass dann irgendjemand intern noch was repariert. Dafür platzt sie ehrlich gesagt noch relativ schnell, ne? Vielleicht bräuchte sie auch ein tatsächlich größeres Schild, ne, was wirklich einen anderen Maßstab hat, weil jeder kennt das, dieses Schiff ist so anfällig, wenn die Gondeln erstmal getroffen sind, ist man ganz, ganz schnell nur noch am Trudeln, verliert die Kontrolle komplett. Da reicht es, wenn eine Hauptgondel ausfällt und das Schiff kommt in riesige Schwierigkeiten. Genau. Zur Waffenlast kann man also sagen, gut, grundsätzlich ist es erstmal von den Hardpoints sehr, sehr gut ausgestattet. Man muss allerdings wirklich genau gucken, wofür will ich es einsetzen. Das heißt, welche Art von Waffen möchte ich dran haben? Möchte ich mehr Schaden machen? Geht es mir tatsächlich eher darum, die Schilde und Bordelektronik auszuschalten? Ja, und ein großer und wichtiger Punkt bei solchen Schiffen ist natürlich der Turm. Da haben viele Leute jetzt am Anfang noch Schwierigkeiten, den richtig einzubringen, ins Gefecht zu bringen. Und da kann ich euch nur an der Stelle sagen, benutzt den zweiten alternativen Steuerungsmodus für den Turm. Das ist mit Steuerung C könnt ihr den umschalten. Dann ist es nämlich non-relativ. Das heißt, der Turm lässt sich unabhängig von der Schiffsdrehbewegung selber steuern. Man kann gut am Ziel dranbleiben und wenn ihr dann die Broadswords einbringt, dann macht ihr echt Schaden. Ist eigentlich so wie bei einem modernen Panzer, ja, dass der Lauf gar nicht mehr die Bewegung des Schiffes mitmacht und jede Bewegung ausgleicht. Genau. Und das, glaube ich, ist auch so der Weg, wie die Türme in Star Citizen in Zukunft funktionieren müssen. Absolut. Das wird auch noch weiter verbessert. Auch diese Experience jetzt ist noch nicht final und noch nicht wirklich perfekt, aber man kann damit schon ordentlich was machen. Also wir haben es gut ausprobiert, da kann man schon was tun. Ein bisschen Problem an dem Schiff natürlich gerade in Bezug auf den Rest drumherum ist die Geschwindigkeit. Also wir haben 215 Meter pro Sekunde im SCM, ist nicht sonderlich schwer und vor allem der Cruising Speed ist jetzt nicht so weit vorne. Ne? 980 Meter die Sekunde. Das wurde auch immer gesagt, dass dieses Schiff tatsächlich halt Interstellar ist. Ist ja auch der Name, Drake Interstellar. Ja. Interplanetary, aber ja, Interplanetary richtig. Cutlass. Dieses Schiff ist meiner Meinung nach halt nicht dafür gedacht, dass es jetzt halt Riesenreisen macht, dass es schnell im Cruise-Speed unterwegs ist. Ist es ja auch nicht, sondern es geht eher darum, halt Systempatrouillen, Milizen zu unterstützen und da innerhalb des Systems gewisse Aufgaben zu erfüllen, aber halt nicht der Warentransport im Fokus über große Distanzen. Ja. Es ist nämlich eben kein Handelsschiff, kein Trader, kein Transporter im klassischen Sinne. Nee, richtig. Sonst hätte er eine größere Endgeschwindigkeit in diesem Fall, auf jeden Fall. Als Tipps können wir noch dazugeben, also nicht als reinen Dogfighter sehen und auch entsprechend einsetzen. Lieber schnelle, gut koordinierte Angriffe, die ihr mit eurem Gunner zum Beispiel oben zusammen aufsetzt und dann wirklich auch schnell rein, schnell wieder raus. Und man kann dazu noch sagen, schnell und gut reagiert sie auf Richtungswechsel. Das heißt, wenn man wirklich Haken schlägt, das Schiff fliegt, decoupelt, umdreht, Boost einsetzt und wieder rein. Und dann kann man auch die Verfolger ganz gut aus dem Tritt bringen auf diese Art und Weise. Ne? Ja, und von da aus würde ich sagen, wir gehen dann mal zum Fazit von dem Schiff. Und wofür würde sich die Cutlass am besten eignen? Für welche Leute? Ganz, ganz wichtig, ja, ich sag's nochmal an der Stelle, es ist kein Transporter, es ist kein Frachtschiff, es ist auch kein reiner Dogfighter, aber als
Allrounder mit komplexen Missionen, mit komplexen Aufgaben, auch in der Gruppe, ja, ob es eine Search-and-Rescue-Operation ist, ob es das Absetzen von Truppen ist, ob es Systempatrouillen sind, ob es Feuerunterstützung darstellt oder das Sammeln von Gegenständen. Das sind so Aufgaben, halt Multifunktion, Allrounder-Tätigkeiten, aber halt nicht eine reine Transporteraufgabe, keine reine Fighter-Aufgabe. Genau. Und dazu wirklich als Empfehlung, gerade jetzt aktuell, wir setzen die Cutlass immer nur zu zweit ein, mindestens. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall zu zweites Schiff auch in euer selbes eigenes Missionsprofil einbauen. Denn, wie gesagt, im Kampf, der Pilot alleine, Energie- und Schildmanagement ist kaum zu schaffen. Gerade mit diesen Displays da unten. Es wird auch später nicht viel einfacher sein, das zu steuern, weil man es eben nicht mal eben über Tastaturkürzel machen kann, wie bei einem richtigen HUD, sondern weil man es wirklich händisch machen muss. Also das heißt, es ist ein Multicrew-Schiff, nehmt es auch als solches wahr, dafür ist es gebaut. Und es ist, wie gesagt, für uns so ein bisschen der Blackhawk, das heißt der Allrounder, der alles ein bisschen kann. Ich glaube vor allem, wenn man halt weiß, man wird Enter-Missionen machen müssen, ob das jetzt Bounty Hunting ist, ob es jetzt Piraterie ist oder Search and Rescue, da ist dieses Schiff tatsächlich, hat es in solchen speziellen Aufgaben ein Alleinstellungsmerkmal in der Größe. Ja. Da gibt es nicht viele Schiffe mit dieser Manövrierfähigkeit, mit dieser Qualität, mit der Sicherheit des Navigierens und mit diesem Undock-Ring und dem Traktorstrahl. Da ist eine ganz spezielle Nische geschaffen, die halt es auch den Vergleich mit dem Hubschrauber halt möglich macht. Genau, so ist es, ganz klar. Ja, sagt uns doch, wie ihr die Cutlass empfindet, wie ob es euch gefällt vom Design und von der Art zu fliegen her. Ansonsten kommentiert auch gerne, was ihr noch sehen wollt, für welche Schiffe ihr euch besonders interessiert und liked und disliked uns, sagt, was wir besser machen sollen und wenn ihr es auf jeden Fall euch gefällt, was wir machen, dann abonniert uns oder schaut mal bei Patreon vorbei, da würden wir uns ganz, ganz besonders drüber freuen. Ja, in diesem Sinne ist die Cutlass jetzt abgeschlossen, wir machen weiter mit anderen Schiffen und Wiesen und Sawyer verabschieden sich jetzt an der Stelle mit einem See you on the flight deck!